Boys und Girls, willkommen zu Techland! Oh mein Gott, das war das erste Mal, dass sie eine neue Ansage hatte. Ja, ich habe nicht Juhu gesagt, weil die doofen Boys das immer erwarten und sage jetzt aber gar nicht. Ach scheiße, ich habe meine Musik noch an. Oh, oh, ganz schnell ausgemacht. Okay, keine GEMA. Tschüss GEMA, ihr könnt wieder gehen. Danke, tschüss. Jetzt kommt erstmal Juhu! Und was, wenn ich jetzt willkommen sage? Wird das dann schockieren? Ja. You've got a very busy life. Also noch ironischer geht's wohl auch nicht mehr. Also, nee. Solche Leute habe ich nicht nötig in meiner VJJ. VJJ. Übrigens werde ich jetzt eine Aufnahmesession machen. Also wir reden jetzt über ein paar Themen und Shit, die ihr uns vorgeschlagen habt. Und deswegen haben wir den Hashtag Tech-Themen. Den Hashtag Tech-Themen. Nein, wir haben den Hashtag Tech-Themen erfunden. Verstehst du? Ah. Ja, aber du hättest doch einfach sagen können, den Hashtag Tech-Themen. Nein. Bin ich doof. Bin ich aber nicht. Doch, hätte nie. Möchte ich aber nicht, weil ich cooler bin als du. Also erstmal schreibt er, die Techland-Folgen machen mir immer mehr Angst. Natürlich unter einer Folge, die ich mit Jan gemacht habe. Das ist natürlich sehr verwunderlich. Vorhersehbar. Also das ist jetzt nicht die große Überraschung. Ja, total. Hallo, ich bin der Tier im Zoo und wir lesen komische WhatsApp-Nachrichten von dir. Das war auch crazy. Ja, aber das war lustig. Ich fand die cool, so können wir das immer machen. Ach so, aber dann erstmal so, oh mein Gott, das war so scary. Das ist ja, das schreiben die Leute, aber die haben keine Ahnung vom Leben. Ich spiele Tiere im Zoo? Ja. Hast du es nicht gesehen? Hallo? Das war voll der legendäre Part. Oh mein Gott. Das war der Part, wo ich Jan mit Samen berieselt habe. Ja. Und dann fragst du überhaupt noch, warum die Leute fragen, warum sie die Parts machen? Ich finde das sehr verwunderlich. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Also, ich fange jetzt an. Lissy war aufgeregt. Heute sie wieder eine Fahrprüfung. Das ist allerdings nicht der Grund, weshalb sie aufgeregt ist. Lissy überlegt genau, was sie anziehen soll. Immerhin will sie gut für ihn aussehen. Aber sie kann sich nicht entscheiden, bis plötzlich ihre Mutter einschreitet. Lisa, beeil dich! Ich hab noch was vor und will nicht ewig warten! Bin gleich da. Lissy nahm einfach ein Hemd. Bequem und lässig. Das dürfte gehen. Als ihre Mutter sie an der Fachhochschule... Was? Als ihre Mutter sie an der Fahrschule absetzte, war Lissy schon leicht rot und nervös. Sie zitterte beinahe, aber nicht vor Angst, sondern vor Aufregung. Und vor Glück. Sie ging hinein, wo ihr Fahrlehrer schon wartete. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Bist du bereit? Na klar! Nun gingen die beiden los und stiegen ein. Alles wie immer. Es verlief gut und ihr Lehrer lobte sie oft. Nach der Stunde wollte sie ihn eigentlich fragen, ob sie noch einen Kaffee trinken wollen. Aber sie ließ es dann bleiben. Story of my life. ihre Mutter holte sie wieder ab und sie fuhren wieder zurück. Lissy musste die ganze Zeit an ihn denken und antwortete gar nicht auf die Fragen, die ihre Mutter ihr stellte. Lisa, wie war es denn? Ganz gut. Sie musste sich verkneifen, nicht einfach loszuschreien, wie gut sie es fand. Als sie zu Hause ankam, war Lissy fertig mit den Gedanken. Sie konnte nicht für immer so schüchtern bleiben. Sie wollte ihn auch mal zu etwas einladen. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, wollte sie noch etwas aufnehmen. Irgendwie fehlte ihr aber die Lust dazu. Sie versuchte sich an Survival Games, aber scheiterte kläglich. Sie war zu unkonzentriert. Es hatte keinen Sinn. Ist ja einfach eine Lusche. Ist so wie Jonas. Bis sie ins Bett ging, blieb es so. Sie konnte sich an nichts mehr... So Blackout einfach mal. Was? Sie konnte an nichts mehr denken. Glücklicherweise konnte sie recht schnell einschlafen. Am nächsten Morgen fühlte sie sich energiegeladen. Heute würde sie ihn nach einem Date fragen. Dabei fiel ihr ein, dass sie heute gar keine Fahrstunde hat. Also nahm sie einfach etwas auf. Zwar noch sehr unkonzentriert, aber besser als am Tag zuvor. Das finde ich irgendwie arg random, aber okay. Sie war dann noch ein wenig im TS, ich hasse Teamspeak, und quatschte mit ein paar Leuten. Diese Nacht schlief sie allerdings nicht so gut. Sie hatte einen Albtraum. In dem Traum verlief der Tag ganz normal bis zur Fahrstunde. Sie hatten einen Unfall, bei dem ihr Fahrlehrer starb. Lissy wachte vor Schreck auf. Aber merkte dann, dass es nur ein Traum war. Es war noch sehr früh, weshalb sie beschloss, sich einfach wieder hinzulegen. Als sie wieder aufstand, nahm sie sich die Zeit und suchte schon die richtigen Klamotten raus. Heute wollte sie etwas mehr Haut zeigen und sexy rüberkommen. Sie zog ein schönes Sommerkleid an und ihr Lieblingsbandana. Vor allem, weil so ein Bandana mega sexy ist. Vor allem, weil das eher Haut verdeckt, als Haut zu zeigen. Sie überlegte erst, es wegzulassen, aber nahm es dann trotzdem. Als sie bei der Fahrschule ankam, ging sie direkt zu ihrem Fahrlehrer und fragte, ob die beiden später einen Kaffee trinken wollen. Was? Er stimmte ihr zu. Innerlich explodierte sie fast vor Freude, wollte jedoch cool rüberkommen. Sie fuhren dann... die Blähungen dann. What? Yeah!
Sie fuhren dann ganz normal mit dem Unterricht fort, bis es plötzlich passierte. Lizzie vergaß zu blinken und fuhr in ein anderes Auto. Vor allem, wenn man nicht blinkt, dann fährt man automatisch in ein anderes Auto. Ja, obvious. Es krachte laut und sie wurde kurz bewusstlos. Als sie wieder zu sich kam, sah sie, dass ihr Fahrlehrer einiges bei dem Unfall abbekommen hatte. Kannst du mich hören? Ja, kannst du uns hier rausholen? Lizzie schaute sich um. Das Auto, welches sie gerammt hatte, blockierte ihre Tür. Sie konnte auf ihrer Seite nicht raus. Kannst du deine Tür öffnen? Ich versuch's. Er konnte die Tür öffnen und schnallte sich ab. Er fiel unsanft hin, aber stand dann auf und befreite auch Lizzie. Es klingt so, als ob wir auf einer Klippe hängen. So, ah, ich fall kurz 5 Meter runter. Ja, aber eigentlich ist es nur so voll eben und er fetzt trotzdem so total runter. So ja, aber hier steht so unsanft hin. Aber wenn man direkt über dem Boden ist, wie soll man... Sie kletterte hinaus. Die beiden schauten sofort nach dem Auto und sahen, dass ein junges Pärchen dort war. Die Frau war leicht verletzt und konnte reden. Der Mann allerdings war bewusstlos. Lizzie hatte ihr Handy vergessen. So konnte sie keinen Notruf wählen. Hast du dein Handy bei? Nein, leider nicht. Das liegt noch in der Schule. Sie mussten also selber klarkommen. Sie fuhren auf einer recht abgelegenen Straße, weshalb sie wahrscheinlich keiner finden würde. Sie beschlossen, die Frau aus dem Auto erstmal zu befreien. Es klappte gut, sie hatte zum Glück nur ein paar Prellungen. Sie zogen jetzt auch ihren Freund hinaus, welcher allerdings immer noch bewusstlos war. Haben Sie ein Handy bei? Haben Sie ein Handy bei? Die Frau nickte. Es liegt im Auto. Es ist mir wahrscheinlich aus der Tasche gefallen. Hey, what the fuck? Jeder hat sein Handy dabei. Oh mein Gott. Dann holen Sie es. Schnell. Die Frau suchte nach dem Handy und fand es dann zum Glück auch. Sie wählte den Notruf und ihr Mann konnte versorgt werden. Ein paar Tage später besuchte Lizzie ihn und entschuldigte sich für den Unfall. Sie hatte seit dem Unfall nichts mehr von ihrem Lehrer gehört, weshalb sie in die Fahrschule ging und ihn fragte, ob das Date immer noch steht. Er sagte ja und die beiden gingen zu einem Kaffee in der Nähe. Da steht Kaffee. Gingen zu einem Kaffee. Hä? Also zu so einer Kaffeetasse. So. Ich dachte so, das ist so die legendäre Kaffeetasse von Nordrhein-Westfalen. Genau, ja. Und das ist so eine mega Statue, wo immer so Touristenfotos gemacht werden. Wo sie sich dann aussprachen. Später am Abend gingen sie dann auch zu ihm nach Hause, wo alles seinen Lauf nahm. Ende! Oh Gott. Aber dann dachte ich mir voll so... What is happening? Also erstmal, ich sag mal kurz was dazu. Also ich find's cool, dass endlich mal jemand eine Fanfiction über meinen Fahrlehrer geschrieben hat. Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass ein bisschen mehr Beschreibungen kommen, aber egal. Ich habe das Fanfiction-Video auch noch nicht hochgeladen, deswegen erwarte ich nicht, dass ihr das alle perfekt macht. Und was ich noch sagen wollte, ich fand schade, dass die Zeitform immer gewechselt haben. Weil es war immer Präsenz und dann irgendwie immer wieder Vergangenheit und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und dass voll viele Sachen so richtig random waren, so. Okay, die fragt ihn trotzdem einfach. Und die hat einen Unfall, aber eigentlich ist denen gar nichts passiert. Und am nächsten Tag tranken sie einfach Kaffee. Was willst du? Also das fand ich ein bisschen komisch. Ja, es war schon irgendwie ein bisschen random. Und irgendwie war der Unfall auch unnötig, wenn eh nichts Gravierendes danach passiert ist. Aber ich fand's trotzdem ganz interessant. Ich find's schön. Wer hat denn das geschrieben? Stimmt, das muss ich noch sagen. Maddox hier, also der hat schon 2 andere Fanfictions für mich geschrieben. Also? Aber ich muss sagen, ich fand die letzte von ihm besser, weil die war so spannend geschrieben und da bringt Jonas alle um. Also da bringt Jonas Jan um, ich bring Jonas um und ich bin dann alleine. Casual. Ne? Weil ein Sommerkleid super erotisch ist. Zu sexy. Erotisch eigentlich. Das ist schon wieder so revealing. Eigentlich müsstest du von deiner Schule verwiesen werden und so. Weißt du Bescheid? Vor allem. Oh mein Gott. Bei uns in der Schule ist es so, dass wenn wir halt irgendwie so Sachen, also sehr, sehr freizügige Sachen anhaben, dann bekommen wir ein Überzieh-T-Shirt. Also bei uns werden die Leute dann nach Hause. Oh mein Gott. Also bei uns werden die Leute nach Hause geschickt, aber ich bin auch auf einer. Was? Auf einer bischöflichen Schule! Die beste Schule überhaupt! Nicht! Ich hasse alles. Streber. Ja, das ist die größte Scheiße ever. Ich hasse diese Schule, aber okay. Oder schreibt eine Fanfiction über Aquintus Girl. Aquintus Girl ist cool. Yeah. Ja. Jeder mag Aquintus Girl. Das ist echt deine geheime Identität. Das ist meine Gedeime. Das ist meine geheime Identität. Und darum müsst ihr eine Fanfiction schreiben, wie ich so tagsüber nur Lizzie bin und nachts dann zum Aquintus Girl werde. Und guckt euch meine Fanfiction an! Komm nächsten Montag! Boah, meine Hose ist warm. Eigentlich müsste ich mir eine andere Hose anziehen. Ja, soll ich mal meine Hose... Willkommen zurück zu einer neuen Schreib mir jetzt in die Kommentare, wenn ich meine Hose wechseln soll.
Hallo, Pinti. Live, Lissi. Und zwar diesmal mit dem richtigen Mikrofon. Geiler Porn. Ah. Meine Hose ist zu warm. Ich habe eine lange Hose an und mir ist warm. Und ich Was? Hast du eine lange Hose bei dem Wetter an? Ja, aber es ist nicht so warm. Also es ist draußen kalt, aber hier drinnen ist es warm. Nicht so warm. Ich bin einfach raus, Girl. Ja, sag ich doch. Soll ich jetzt einfach machen? Ja. So, wenn, also ich habe meine Aufnahme noch an, ne? Aber man sieht mich eigentlich nur noch, man sieht mich eigentlich nur bis zur Taille so ungefähr. Deswegen kann ich das ja eigentlich bringen. Ja, rein, ja. Und dann nenne ich meinen Part so, Hose in der Aufnahme ausziehen! Ja. Und da kriege ich viele Views! Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ja, das ist einfach, weil ich Bock drauf habe. Weil ich dann Views kriege! Okay, Linus, kannst du mir mal irgendwo so einen Mülleimer machen? Hast du zufällig einen Lava-Eimer irgendwo, damit man da Scheiße reinschmeißen kann? Oh, das ist praktisch. Das hätte ich auch gerne. Ja, Müll. Stein, wir haben einfach überall 1000 Millionen Kisten von Steinen. Ja, aber das ist nicht voll praktisch, weil hier, wo ich gerade meine Scheiße baue, da hole ich mir dann immer Steine aus der Kiste. Ja, ich weiß, aber hier drin gerade sind die einfach nur unnötig. Ich möchte gerne die Kisten wegbauen. Ich habe schon eine Kiste verbraten, also eine Doppelkiste. In den letzten paar Folgen. Ich glaube nicht, dass ich das gerade wirklich mache, ey. Sonst, wenn ich Survival Games morgen spiele, dann ist es genau umgekehrt. Weil immer, wenn ich anfange, Survival Games zu spielen, dann sitze ich noch in meinem Pyjama rum und dann denke ich mir so, oh, ich kann mich ja mal anziehen. Und dann ziehe ich meine Hose mal aus und immer, wenn das Spiel gerade losgeht, habe ich erst ein Bein in meiner Hose drin. Das ist voll die Shit. Wie werden mit deiner Arena? Hier ist der Beweis. Ich habe jetzt in der Aufnahme meine Hose ausgezogen. Bam, in your face. Einfach, weil ich es kann. Nee, Hose auf. Ja, so ein Hosenausziehsimulator. Was war das gerade für eine Lache? Ich wette, ein Hosenausziehsimulator. Das war die. Geld verdient. Ja. Das war die. Ja, lass mich helfen, deine Hose auszuziehen, Lache. Vor allem Offgame meinte er ja erstmal so: Ja, die Arena ist irgendwie hässlich. Ist echt ja, die Obergrundarena ist hässlich, aber die Untergrundarena ist nicht hässlich, die ist geil. Ist echt so, die ist geil. Schreibt in die Kommentare, findet ihr die PvP-Arena schön oder nicht schön? Also wenn ihr die Arena hässlich findet, dann schreibt pro Linus. Und wenn ihr die Arena toll findet, dann schreibt fuck you, Linus. Ich freue mich sehr über eure Kommentare und das wäre es dann mit meiner Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis dann, bye!